So, guten Morgen. Ein neuer Tag. Es ist wieder unfassbar früh. Jetzt geht es zum Frühstück und dann wartet ein weiterer vollgepackter Tag auf uns. Gestern war schon sehr interessant. Wir haben wirklich viele schöne Dinge gesehen. Und ich bin mir gar nicht sicher, was heute auf dem Plan steht. Meistens weiß ich das nicht morgens, sondern im Laufe des Tages finde ich es immer raus, weil wir so viele verschiedene Dinge anschauen. Ich glaube, wir wandern heute und werden irgendwann auch an einem Wasserfall vorbeikommen. Darauf freue ich mich schon sehr. So sieht die Vorbereitung für einen langen Tag in Israel aus. Eincremen, eincremen, eincremen und noch mehr eincremen. Heute schauen wir uns als erstes die Stadt Safed an. Safed ist eine Stadt, in der viele wichtige Dinge geschehen sind während dem Unabhängigkeitskrieg in 1948. Wir schauen uns das also an und schlendern hier auch ein bisschen durch die Gassen. Wir sind gerade in einer Synagoge hier in Safed und hier gibt es so ein Detail, was ich dir gerne zeigen möchte, und zwar dieser Stuhl. Ein solcher Stuhl steht in vielen Synagogen, wenn nicht sogar in den meisten Synagogen, und dieser Stuhl wird freigelassen. Es ist ein leerer Platz, besonders hervorgehoben, und zwar für den Propheten Elia, weil darauf gewartet wird, dass Elia wiederkommt, um den Messias anzukündigen. Also das, was wir durch Johannes den Täufer als erfüllt sehen, darauf wird hier noch gewartet. So, wir sind in Caesarea Philippi und wir wandern am Berg Hermon und gucken uns auch die Quelle hier an. Das ist einfach sehr schön. Thank you.
dem erfrischenden Wasserfall fahren wir jetzt noch auf den Berg Bental. Das ist in den Golanhöhen. Und von diesem Berg aus kann man dann hinabschauen auf Syrien. Und dort wollen wir uns ein bisschen beschäftigen mit dem Sechstagekrieg und was dort genau passiert ist. Weiter nach rechts sehen wir eine Gruppe von weißen Gebäuden. Das ist noch in Israel. Links davon geht diese Straße den Hügel hoch. Das ist die Grenze zwischen Israel und Syrien. Syrien links, Israel rechts.